Nachdem der Bitcoin sowie der gesamte Kryptomarkt nun mehrere Tage richtig schön gepumpt ist, geht's heute mal wieder in die andere Richtung. Im heutigen Video schauen wir uns nicht nur an, was es damit auf sich hat, sondern werfen auch nochmal einen Blick darauf, warum der Kryptomarkt möglicherweise kurz vor einer sogenannten Hyperadoption stehen könnte. Viel Spaß mit dem heutigen Video. Hallo und herzlich willkommen, Freunde, zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Robin und im heutigen Video schauen wir uns den Bitcoin sowie den gesamten Kryptomarkt an. Zu Beginn des Videos werfen wir natürlich einmal einen Blick auf den aktuellen Bitcoin-Chart. Wo stehen wir aktuell? Warum werden wir gerade relativ stark korrigiert? Und ist das Ganze vielleicht logisch? Wir werfen auch nochmal einen Blick auf einen sehr, sehr breit gefassten Zeithorizont, um zu verstehen, in welche Richtung es im Bitcoin gehen könnte, und schauen uns dann einige Studien zum Themengebiet Bitcoin an, denn hier hat eine der größten US-amerikanischen Banken einen Bericht rausgegeben, der extrem interessant für uns Investoren ist. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Video, lass super gerne eine Bewertung und einen Kommentar da, um mich und den Kanal zu unterstützen. Reden wir nicht länger um den heißen Brei, Freunde, nutze die Zeitstempel, um dich im Video zurechtzufinden, springen wir direkt auf die erste Folie. Heute sieht es tatsächlich mal etwas rot aus, war allerdings natürlich klar. Nachdem der Bitcoin in den letzten Tagen eine richtig schöne Performance hingelegt hat, wurde er jetzt bei 45.000, 45.000 US-Dollar schon fast etwas rejected. Werfen wir einen Blick hier weiter in unsere Ichimoku Clouds auf der Weekly-Ebene, so sehen wir, dass wir eben noch nicht eindeutig aus diesen Clouds hier ausgetreten sind, somit der Bitcoin immer noch nicht weiß, ob er sich in einem Bärenmarkt oder in einem Bullrun befindet. Schauen wir einfach mal ein bisschen kleiner reingezoomt auf den Daily-Chart, so sehen wir hier, dass wir bei den Ichimoku Clouds nun schon seit mehreren Tagen, wenn nicht sogar seit Wochen, hier unter den Clouds lancieren. So sind wir auf Daily-Ebene tatsächlich schon in einem sehr bärischen Bereich und gerade heute haben wir halt versucht, eben in diese Clouds wieder einzutreten, um hier die bullische Wendung zu sehen, eben über diese Clouds zu wandern. Das war halt auch eben genau der Bereich, wo der Bitcoin hier rejected wurde und hier sehen wir halt momentan die recht scharfe Korrektur. Natürlich ist die nachvollziehbar nach den dicken Candles, die wir hier in den letzten Tagen nach oben hin gesehen haben. Was ich an dieser Stelle kurz einmal einwerfen möchte, wir dürfen nicht vergessen, dass natürlich sehr viele Leute hier am Markt sind, die eben sehr emotional handeln. Einige Leute haben sich vielleicht in den vergangenen Tagen zurückgehalten, hier zu verkaufen, als der Bitcoin in die Richtung von 38.000, 36.000 US-Dollar gegangen ist. Viele möchten aber vielleicht trotzdem jetzt aus dem Markt rausgehen und warten nur darauf, wieder bei plus minus null zu stehen. Da der Bereich von 44.000, 45.000 US-Dollar sehr, sehr lange hier im Bitcoin gehalten wurde, ist das halt eben auch ein Bereich, in dem sehr, sehr viele Retail-Investoren hier investiert haben. Somit ist das hier eben der Bereich, wo viele Investoren bei plus minus null sind und dementsprechend in dem Bereich natürlich besonders gewillt sind, hier zu verkaufen, wenn sie sich erstmal von dem Markt verabschieden wollen. Um nochmal eben ganz kurz auf die Ichimoku Clouds auf der Daily-Ebene einzugehen, hier sieht man ganz gut eben diese Trends. Ich denke, diese Grafik verdeutlicht nochmal ganz gut, dass auch auf der Daily-Ebene hier diese Trends ganz gut identifiziert werden können. Das Wichtige ist in einer solchen Situation, dass man vor allem nicht auf seine Emotionen hört. Man darf in dieser Marktsituation auf gar keinen Fall emotional handeln. Ich weiß, es gibt sehr viele bullische und auch einige bärische News. Denkt immer daran, dass ihr eine feste Strategie braucht. Bei diesen Einstiegspreisen geht ihr rein und da geht ihr raus. Und an dieser Stelle möchte ich auch nochmal etwas weiter rauszoomen und das Ganze hier mit ins Stock-to-Flow-Modell reinnehmen. Ich gehe jetzt nicht darauf ein, welches Preisziel wir dieses Jahr erreichen müssten, um im Stock-to-Flow-Modell hier eine logische Bewegung zu gehen. Ich möchte hier nur einmal eben auf die Farben eingehen. Diese Farben in dieser Grafik, die ich euch hier eingeblendet habe, die identifizieren nämlich, wie lange das letzte Bitcoin-Halving her ist. Und hier sehen wir ganz klar, dass der extrem rote Bereich hier genau der Bereich ist, wo das Halving stattgefunden hat, beziehungsweise wo wir dann unseren neuen Zyklus nach dem Halving starten. Und hier sieht man ganz gut, dass eben der Übergang von dem blauen zum roten Bereich meistens ungefähr die untere Ebene des Bärenmarktes darstellt. Zum aktuellen Zeitpunkt kommen wir in den gelben Bereich, sind momentan also relativ zwischen dem letzten und dem nächsten Halving. Und ihr seht es hier in dieser Grafik, genau in dem aktuellen Bereich hat sich zumindest in den letzten Bullruns immer wieder bestätigt, dass wir eben rejected wurden. Okay, an dieser Stelle muss ich nochmal einen kurzen Nachtrag machen. Ich möchte hiermit natürlich nicht sagen, dass es jetzt nach unten gehen muss. Ich bin sogar eigentlich relativ stark davon überzeugt, dass wir keinen klassischen Bärenmarkt sehen werden. Trotzdem möchte ich mit dieser Grafik einfach noch einmal euch mitteilen, dass es eben nach unten gehen kann und dass die Price Range von 18.000 bis 24.000 US-Dollar hier definitiv noch nicht ganz aus dem Schneider ist. Das muss man einfach im Hinterkopf behalten. Ich weiß ganz genau, dass sehr viele Zuschauer hier erst seit wenigen Monaten in den Kryptomarkt investieren und dementsprechend möglicherweise immer noch so ein bisschen emotional am Kryptomarkt handeln. Ich möchte nur hiermit noch einmal aufrufen, dass es eben nicht heißt, nur weil wir hier mehrere grüne Tage sehen, dass es jetzt nur noch nach
oben geht. Ist mir ganz wichtig, das hier noch einmal mit euch mitzuteilen, denn auch 2017, 2018 hat man immer wieder diese Pullbacks gesehen, immer wieder diese kleineren Dead Cat Bounces, die im Endeffekt nur noch stärker abgestraft wurden. Ich möchte mir diesen Graphen halt, wie bereits gesagt, nur noch einmal dazu aufrufen, dass man sich eben darüber im Klaren ist, dass es nicht nur to the moon gehen muss. Es sah die letzten Tage sehr bullisch aus. Es kann in beide Richtungen gehen. Die Adoption spricht für sich und in den kommenden Folien werde ich euch auch nochmal zeigen, warum ich stark davon überzeugt bin, dass wir gerade über einen längeren Zeithorizont definitiv noch extrem große Erfolge im Kryptomarkt sehen werden. Bevor wir allerdings über die mögliche Hyperadoption sprechen, möchte ich einmal ganz kurz auf diesen Twitter-Post eingehen, der hier zum Zeitpunkt des Screenshots, also vor einer halben Stunde ungefähr, gerade einmal ein paar Sekunden alt war. Es geht hierbei darum, dass in den USA zwei Leute festgenommen wurden, die möglicherweise für den Bitfinex-Hack im Jahr 2016 verantwortlich waren. Damals wurden ja Bitcoins im Wert von, ich meine damals 600, 700 Millionen US-Dollar hier von der Börse gestohlen und diese beiden Leute wurden halt jetzt eben festgenommen. Finde ich ganz interessant, weil wir genau auf diesen Hack erst vor einigen Tagen eingegangen sind, denn diese Wallet, die eben diese 2,6 Milliarden US-Dollar an BTC-Wert verwaltet, hat gerade in den letzten Tagen wieder einiges an Bewegung gezeigt. Das könnte halt möglicherweise das Vorspiel darauf gewesen sein, dass eben jetzt diese beiden Leute hier festgenommen wurden, die für diesen Hack verantwortlich gemacht wurden. Super interessant, finde ich auf jeden Fall sehr positiv, denn das war so einer der großen Hacking-Wale, die eben für eine massive Manipulation gesorgt haben, nicht weil er verkauft hat, sondern einfach nur, weil er seine Fans hier bewegt hat und die Leute immer dachten, oh nein, der Wal bzw. diese gehackte Wallet schmeißt bestimmt jetzt die Bitcoins auf den Markt und crasht dann mit dem gesamten Kurs, was sowieso nicht passiert wäre, weil diese Adresse natürlich auf den ganzen Exchanges hier gebannt wurde. Trotzdem hat es immer wieder sehr stark für Angst gesorgt und es ist echt schön zu sehen, dass eben jetzt diese beiden Leute, die dafür offensichtlich verantwortlich waren, jetzt endlich zur Rechenschaft gezogen werden. Und somit kommen wir auch schon zur großen News bzw. zum großen Bericht, den ich hier unbedingt mit reinbringen wollte. Dieser kommt nämlich von Wells Fargo, einer der größten US-amerikanischen Banken. Tatsächlich geht die Bank in ihrem Bericht, der gestern Abend veröffentlicht wurde, auf das Thema Kryptowährungen ein und behaupten sogar, dass Kryptowährungen kurz vor einer Hyperadoption stehen. Sie sind halt der festen Meinung, dass die Nutzerzahl von Kryptovermögenswerten gerade in den nächsten Jahren exponentiell steigen wird. Hierzu sagten sie, Kryptowährungen befinden sich kurz vor einer Hyperadoptionsphase, ähnlich wie das Internet Mitte der 1990er. Dennoch gäbe es ihrer Meinung nach keinen Grund, hier überhastig bzw. voreilig schnell in den Markt einzusteigen, denn eine der größten Hürden, die eben für eine solche Massenadoption hier verantwortlich wäre, ist die aktuelle Regulation, die natürlich momentan ihren Weg geht. Wie ich bereits schon seit Monaten hier auf YouTube predige, wir sehen aktuell eine große Art von Regulation und wir werden höchstwahrscheinlich bereits im aktuellen Jahr hier große regulatorische Dinge sehen. Die können natürlich den Kryptomarkt extrem beflügeln, aber auch extrem nach unten drücken, man weiß es halt zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Ich denke zwar, dass Kryptowährungen hier niemals verboten werden, es könnte aber natürlich sehr gut sein, dass hier die Einstiegsbarriere erhöht werden, vor allem aber auch der Launch eines Tokens. Somit könnte es hier natürlich einiges an Druck für die aktuellen Projekte geben. Dass die aktuelle Hyperadoption möglicherweise schon stattfindet, könnte man denken, wenn man hier auf einen Bericht von Crypto.com geht. Sie haben nämlich festgestellt, dass allein im Zeitraum vom Januar 2021 bis zum Juni 2021 die Nutzerzahlen von Kryptovermögenswerten von knapp 100 Millionen auf 221 Millionen gestiegen sind. Im Bericht von Wells Fargo heißt es hierzu, wenn sich dieser Trend fortsetzt, können die Kryptowährungen bald die frühe Adoptionsphase verlassen und einen Wendepunkt der Hyperakzeptanz erreichen, ähnlich wie bei anderen Technologien. Es gibt einen Punkt, und hiermit kommen wir zu einem extrem interessanten Part, an dem die Akzeptanzraten zu steigen beginnen und nicht mehr zurückblicken. Abgesehen von den genauen Zahlen besteht kein Zweifel daran, dass die weltweite Akzeptanz von Kryptowährungen zunimmt und bald ein Hyperwendepunkt erreichen könnte. Ich bin persönlich der Meinung, dass wir diesen Hyperwendepunkt entweder jetzt aktuell in dem aktuellen Bullrun sehen werden oder spätestens während des nächsten Bullruns. Das ist halt eben die große Frage, ob es bereits jetzt schon soweit ist, ob wir bereits jetzt schon soweit sind oder ob es halt eben noch einige Jahre dauert, werden wir dann halt eben auch die festen Regulationen sehen. Aktuell sehen wir halt eine Explosion der Nutzerzahlen. Vergleicht man das Ganze allerdings mit den Nutzerzahlen des Internets, so sehen wir, dass wir zum aktuellen Zeitpunkt definitiv noch am Anfang stehen und noch eine Menge Potenzial nach oben haben. Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass nicht jeder, der hier im Crypto-Space partizipiert, automatisch unbedingt investiert.
investieren möchte. Es gibt natürlich auch unzählige Anwendungen hier auf Kryptoebene, die halt nicht unbedingt das Thema Investieren hier als Fokus haben. Besonders interessant finde ich das immer, wenn man den Kryptospace einfach mal so ein bisschen vergleicht mit herkömmlichen Märkten. So haben sie auch diese Grafik hier beispielsweise geteilt, die den Kryptomarkt mit den größten Market Cap Companies des S&P 500 vergleicht, also der 500 größten US-amerikanischen Unternehmen, des Weiteren aber auch mit der Marktkapitalisierung von Gold, von Aktien und von Bonds. Und hier sieht man ganz klar, dass eben der Kryptomarkt im Allgemeinen aktuell noch super, super klein ist und wir möglicherweise noch ein riesiges Wachstum vor uns haben. Eine der News, die gerade seit gestern hier extrem große Schlagzeilen schreibt, ist, dass KPMG Canada bestätigt hat, in Bitcoin und in Ether investiert zu haben. Bei KPMG Canada handelt es sich um ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen, welches wohl jetzt offensichtlich ähnlich wie MicroStrategy hier Bitcoin und Ether mit in die Firmenbilanz mit aufgenommen hat. Und ich weiß natürlich, MicroStrategy hat nur in den Bitcoin investiert. Benir Thomas, der Managing Partner bei KPMG in Kanada, sagt hierzu, Crypto Assets sind eine ausgereifte Anlageklasse. Diese Innovation spiegelt unsere Überzeugung wider, dass die institutionelle Nutzung von Crypto Assets und der Blockchain-Technologie weiter zunehmen und zu einem festen Bestandteil des Anlagemixes werden wird. Es handelt sich hierbei halt um eines der größten und etabliertesten Wirtschaftsprüfungsunternehmen und hat halt somit eben extrem für große Schlagzeilen gesorgt. Was auch für große Schlagzeilen gesorgt hat, ist die Partnerschaft von Ubisoft gemeinsam mit der HBAR Foundation. Im Zuge der Partnerschaft wird Ubisoft Mitglied des Hedera Governing Council und betreibt einen eigenen Node im Hedera-Netzwerk. Zudem richtet Ubisoft das Ubisoft Entrepreneurs Lab ein, um die Entwicklung von Games im Hedera-Netzwerk zu fördern und entsprechende Projekte zu unterstützen. Der Blockchain Technical Director von Ubisoft sagte hierzu, wir bei Ubisoft glauben, dass die Distributed Ledger Technologie ein Schlüssel zur Zukunft des Gamings ist, indem sie den Spielern neue Möglichkeiten eröffnet, echte Stakeholder unserer Spiele zu werden. Bei der HBAR Foundation handelt es sich um einen Teil des HBAR Ökosystems. Dieser Teil bezuschusst halt eben Entwickler, Startups und Organisationen, die auf diesem Netzwerk aufbauen möchten. Somit kommen wir auch schon zur nächsten kurzen, knappen News, die sich hierbei mit dem Lightning-Netzwerk beschäftigt. Denn das Lightning-Netzwerk von Bitcoin schreibt neue All-Time-Highs. Hierbei geht es eben nicht nur um die Bitcoins, die im Netzwerk gehalten werden, sondern auch darum, dass sich das Netzwerk über 20.000 Nodes freut und somit eben auch hier ein neues All-Time-High schreibt. Ebenfalls erreicht auch die Menge der Zahlungskanäle mit knapp 85.000 ein neues Allzeithoch. Das Ganze wird unter anderem unterstützt durch die Cash App, denn die hat gestern bekannt gegeben, dass auch sie Zahlungen über das Lightning-Netzwerk jetzt akzeptieren werden. Schon vor einigen Monaten habe ich darüber berichtet, dass aktuell Gerüchte darüber kursieren, dass die Cash App hier tatsächlich das Bitcoin-Lightning-Netzwerk mit adaptieren möchte. Die Cash App erfreut sich nun schon seit mehreren Jahren über extrem stark wachsende Nutzerzahlen und ist gerade in den Vereinigten Staaten hier extrem groß etabliert. Interessant zu wissen, die Cash App möchte vor allem in den nächsten Jahren weiter expandieren und halt eben auch in solche Länder wie beispielsweise Deutschland kommen. Das Unternehmen teilte hierzu auf Twitter, Lightning Network ist jetzt auf der Cash App verfügbar. Es ist der schnellste, kostenlose Weg, jedem in Bitcoin zu bezahlen. Tatsächlich sieht man zwar die Veröffentlichung und die Bekanntmachung, das Unternehmen hat allerdings nicht auf ihrer eigenen Seite Großstellung zu dieser Adoption bezogen. Grund dafür könnte halt eben sein, dass die Implementierung hier Stück für Stück kommt. So ist das Programm zum aktuellen Zeitpunkt noch relativ stark begrenzt. Die App beschreibt das aktuell aufgestellte Netzwerk wie folgt. Das Lightning-Netzwerk ist ein neuer Weg, um Bitcoin zu versenden, der schneller und kostenlos ist. Während andere Wege, Bitcoin zu versenden, bis zu 10 Minuten dauern können und Gebühren verlangen, können Sie mit Lightning BTC an jeden kompatiblen Wallet in der Welt in weniger Zeit versenden, als es dauert, sich die Schuhe zu binden. Und das kostenlos. Genau das ist halt eben der positive Punkt vom Bitcoin und vor allem auch vom Lightning-Netzwerk. Man kann hier Transaktionen extrem günstig weltweit verschicken und das halt eben an jedes kompatible Wallet. Und mit jeder Wallet ist halt auch eben jede Wallet gemeint. So schreiben Sie hier selber, Sie können Bitcoin an eine Lightning oder an eine On-Chain-Adresse senden. Wir haben es für Sie vereinfacht, sodass Sie Bitcoin in beide Netzwerke senden können. Um diese Funktion zu nutzen, ist es recht einfach. Man muss nur hier den passenden QR-Code scannen, die Schritte befolgen, die dann hier vorgeschlagen werden und die Zahlung ganz einfach bestätigen. Und somit kommen wir auch schon zur letzten Thematik, die sich hierbei mit dem Krypto-Universum beschäftigt. Hierbei kommen wir nochmal auf das Metaverse zu sprechen. Denn gerade gestern wurde eine weitere Studie veröffentlicht, die zeigt, dass bis zum Jahr 2026, also in 4 Jahren, bis zu 25% aller Menschen im Metaverse unterwegs sein können. Das Ganze geht aus einer Gartner-Studie hervor, die hierbei
besagt, dass 30% der Unternehmen weltweit bis 2026 Produkte im Metaverse haben wird. Den großen Einstieg hatte ja Facebook mit der Umbenennung in Meta getan. Allgemein haben wir gerade in dem letzten Jahr eine großartige Entwicklung genau in diesem Space gesehen. Und das Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen Gartner hat halt eben jetzt eine Studie zusammengefasst, in der sie behaupten, dass bis zum Jahr 2026 25% aller Menschen im Metaversum mindestens eine Stunde pro Tag verbringen werden. Dort werden sie die verschiedensten Dinge tun, wie zum Beispiel einkaufen, weiterbilden, arbeiten oder einfach nur Kontakte knüpfen. Vice President bei Gartner sagte hierzu, die Anbieter entwickeln bereits Möglichkeiten für die Kunden, ihr Leben in digitalen Welten nachzubilden. Gerade in solchen Zeiten wie aktuell, wo es teilweise extrem schwierig ist, sich hier face-to-face zu begegnen, ist natürlich eine solche Adoption umso schneller vorangeschritten. Ebenfalls fügt ein Gartner-Experte hier hinzu, vom Besuch virtueller Klassenzimmer bis hin zum Kauf digitaler Grundstücke und dem Bau virtueller Häuser werden diese Aktivitäten derzeit in separaten Umgebungen durchgeführt. Doch in Zukunft werden sie in einer einzigen Umgebung stattfinden, das Metaverse, mit mehreren Zielen über verschiedene Technologien und Erfahrungen hinweg. Hierzu definiert Gartner das Metaversum als einen kollektiven, virtuellen, gemeinsam genutzten Raum, der durch die Konvergenz von virtueller, erweiterter, physischer und digitaler Realität entsteht. Bereits zum aktuellen Zeitpunkt sieht man schon sehr viele große Unternehmen, die sich eben mit der Entwicklung von Metaversen auseinandersetzen. Dabei geht es nicht unbedingt nur um die kryptobasierten Unternehmen, sondern selbstverständlich auch solche Unternehmen wie beispielsweise Oculus Rift. Natürlich gibt es einige Experten, die diese Entwicklung hier recht pessimistisch betrachten. Die meisten sehen das Ganze allerdings eher optimistisch. Allein im Vergleich vom Anfang des Jahres 2020 bis zur Mitte des Jahres 2021, also in einer Zeitspanne von nur 1,5 Jahren, hat sich die Anzahl der Metaverse-Nutzer einfach mal verzehnfacht. Auch Grayscale hat im November 2021 einen Bericht veröffentlicht, den ich mit euch geteilt habe. In diesem Bericht schilderten sie, warum sie davon ausgehen, dass das Metaversum in wenigen Jahren leicht 1 Billion US-Dollar wert sein könnte. Übrigens, die aktuelle Marktkapitalisierung aller Crypto-Assets zusammen beträgt knapp 2 Billionen US-Dollar. Ob das Ganze wirklich die Zukunft ist und wie sich das Ganze überhaupt entwickeln wird, steht selbstverständlich in den Sternen. Fakt ist, dass sehr viele Leute eben davon ausgehen, dass wir hier eine großartige Entwicklung sehen werden. Schreibt mir mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Auch ich bin der festen Überzeugung, dass eben das Thema Metaverse immer weiter steigen wird. Natürlich wird es unzählige Projekte geben, die wir vielleicht aktuell noch extrem feiern, von denen allerdings in 5 Jahren keiner mehr etwas weiß. Es ist nun mal eben genau dieser Schritt der Entwicklung, den wir immer wieder sehen. Sehr viele Unternehmen steigen hier groß auf. Sehr viele Unternehmen klingen hier erstmal interessant. Am Ende des Tages wird natürlich nur ein kleiner prozentualer Anteil dieser Unternehmen hier wirklich für die maßgebliche Marktkapitalisierung verantwortlich sein. Welche Unternehmen sich hierbei die größten Stücke des Kuchens holen wird, steht selbstverständlich in den Sternen. Ich bin gespannt, werde diese Entwicklung ebenfalls mit euch gemeinsam begleiten und immer wieder aktuell darüber berichten, was momentan besonders interessant ist. An dieser Stelle möchte ich das Video allerdings auch schon beenden und hoffe, es hat euch gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir super gerne Bewertungen und einen Kommentar. Vielen Dank für die Unterstützung, Freunde. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, Freunde.